Ist er da rauf? Zack. Wollen wir da rein oder Bart? Müssen wir wohl, ne? Jo. Dann geh da mal rein. Falls diese Festung annähernd so ausgekügelt wie ihr Sicherheitssystem ist, dann stand mir ordentlich was bevor. Ich wusste nicht, was ich zu erwarten hatte, aber daran gewöhne ich mich langsam. Alles klärchen, dann gewöhne ich da mal dran. Ich möchte das aber nicht. Der Raum sieht mir schon wieder krass aus, ey. Da ist ein Schalter, wollen wir den mal... Ja, das wird wohl nicht viel bringen, wenn ich den Schalter nach unten mache. Ja, hab ich mir gedacht. Da geht's einmal nach links und einmal nach rechts. Und da hast du schon die beiden Papierstücke genommen? Da liegt eine CD, ne? Ja, die CD und das Papier, meine ich. Ja. Das lese ich, wenn's nötig ist. Okay, da ist noch eine Tür, die kann man ohne... Oh mein Gott! Mach die Tür auf, die da ist. Nein, ich möchte diese Tür nicht öffnen. Mach die Tür auf, die da ist. Gegenüber von den Dingens. Muss Scheiben. Ich. Ja, mach. Da gehen wir jetzt auch raus. Wieso vibriert das denn jetzt schon wieder? Ach, da drin ist nichts. Geh da rein. Geh da ruhig rein. Da liegt Schmerzmittel. Okay, wie kriegen wir die Luke da auf? Das ist jetzt die Frage. Was ist das denn? Ein Fass, dem Geruch nach, ist die Scheiße darin mit Benzin durchtränkt. Okay, haben wir irgendwie ein Feuerzeug oder so? Nee. Irgendein Abfluss. Ja, ich schätze mal, da müssen wir rein, oder nicht? In den Abfluss. Ja, aber ob wir jetzt schon rein können? Eine weitere Sicherungskasten. Dieser hier scheint defekt zu sein. Wo hast du den denn jetzt gefunden? Links neben dieser komischen Tür da, wo man laden muss. Ja. Wollen wir mal rechts neben dem, neben dem, wie heißt das Viech? Sicherungskasten die Tür rein? Ja, durch die kommen wir ja. Ja, die lässt sich nicht nochmal öffnen. Dann gegenüber rein, okay? Ja, okay. Geht's? Ist wirklich fest verschlossen. Alles klar, dann müssen wir hier wohl weiterfinden. Ja, mir fällt hier gerade nicht so viel ein, was man hier noch machen könnte. Irgendwas mit dem Fass und dem Öl bestimmt. Ich meine, sonst ist hier ja nichts. Sonst ist hier ja null. Ich meine, den Stuhl kann man ja schlecht irgendwie... Frage ist... Na, kaputt hauen kannst du die Luke schon mal nicht, doch. Ich hab dies Fass mal vor... Yep. Ich bin ein Genie. Ich habe das Fass vor den kaputten Stromdingens gestellt und die Funken entzünden das Fass. Und wohin damit? Das ist jetzt die Frage. Ich schätze mal, ich schiebe das mal einfach auf die Luke rauf. Mal gucken, was dann passiert, ob dann überhaupt was passiert. Ah, ich auch gerade gemacht. Ja, und jetzt? Nee, ich glaube, das ist falsch. Ich kann das Fass ja auch nicht anheben. Nee, aber schieben. Schieb das mal vor die andere verschlossene Tür. Mehr fällt mir hier leider nicht ein. Och! Was war das denn eben? Ist eben ein Stück aufgegangen? Hast du das Fass schon vor der anderen Tür? Oh, 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 ho, ho. Yeah, babe. Ja, aber es passiert nichts. Irgendwie piept das bei mir ein bisschen, bei dir auch. Ja. Ich guck mal Notizen. Notiz des Überlebenden. Ich überfliege das mal einfach. Hey, ich hab's. Was denn? Da sind, eine Sprenkleranlage. Ich hab's aus Versehen ausgelöst. Das war noch nicht mal mit Absicht. Okay, jetzt ist die Tür auf. Ich schätze mal, da müssen wir jetzt durch irgendwie. Links ist eine Tür, die checken wir gleich. Auf den Tischen liegt nichts, ne? Auf den Tischen liegt nichts. Lass uns, rechts die Tür ist, verschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab nur Angst. Oh mein Gott, ich blick nicht durch, Leonard.
Ja, was soll ich mit Tomatenketchup, Mann? Schieb dir den doch sonst. Wo bist du hin? Wo bist in du der hin? Küche bin ich hier, gerade alles am Durchgucken. Ich hab mich schon gleich in die Ecke gesetzt bei dem Geräusch, ey. Das macht mich einfach nur fertig. Ich wollte sowas echt nicht spielen. Da ist ein merkwürdiges Artefakt in dem Küchenschrank. Und da oben im anderen Küchenschrank sind Batterien. Und sonst war es das mit den Küchenschränken. Soweit ich weiß. Da ist noch eine Tür, die kann man auch aufmachen. In der Küche hast du. Da kann man speichern. Da ist ein PC. Warte sofort. Ein Projektor, den habe ich mal angemacht. Wo hast du die Batterien gefunden? In irgendeinem Holzschrank, der da hängt. Ah, alles klar, hab sie. Da ist eine Taschenlampe. Wir öffnen. Nochmal Batterien. Taschenlampe. So, geht der Computer, geh mal in den Computer, da kann man sogar rein. Das ist ja was. Das ist ja echt was. Ja, ich habe aber auch nicht so Lust mehr, das jetzt so wirklich durchzulesen. Hier ist eins gesperrt, ein Doorlock ist gesperrt. Entsperren, dafür braucht man ein Kennwort. Okay, das gucke ich gleich. Wir müssen die CD in den Computer einschieben. Ja, das hätte ich gerade auch getan. Problemlos reingegangen, ich sollte sie nun aufrufen können. Welcome to Shelter Research Station Greenland. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, ja, wenn wir do krank not sind, report nicht to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever ja, solid object Lennart. May be Hast available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our ja, trained sowas professionals. In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The Archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know you will enjoy your work with us. Ja, genau. Auf jeden Fall. Passwort changes. Da würde ich echt gern arbeiten. 1167. Ja, alles klar. 1167 war das das. 1167. Ist Tür aufgesperrt, alles klar. Jetzt ist die eine Tür da hinten, wo wir das Kabel rausreißen mussten, auf, oder was? Schätze ich mal. Warte, meine Einweisung läuft gerade noch. Ja, die Küche ist auch super süß. Hier würde ich auch gern mal für dich kochen, wenn ich das dürfte. Ich gehe jetzt in den anderen Raum, Lennart. Hast du dir die Code gemerkt? Ja, 1167. Bist du sicher, dass die für unseren Raum hier ist? Ja. 1167 ist das Passwort. Glaube ich.